Ja. Ich bin ja jetzt schon mit einer Frau Getter verheiratet. Lauda. Lauda. Ich bin mit meiner Frau Getter verheiratet und sie sagt zu mir, Peter, schenk mir doch ein Kind. Da habe ich gesagt, Getter, Kinder können nicht geschenkt werden, die müssen geboren werden. Er sagt, die Getter, dann bohren wir doch eins. Dann hat sie gesagt, sie hat auch schon Namen für das Kind, Marc. Da habe ich gesagt, dann heißt nächstes Jahr Olbo. Ich bin ja jetzt schon 12 Jahre mit der Gelder verheiratet und als ich frisch verliebt war, habe ich immer gesagt, am Ende vom Telefonat, ja, ich dich auch. Jetzt sage ich, du mich auch. Ich kam Mann rein und hat gesagt, ich hätte gern 99 Schuldchen. Da habe ich gesagt, warum wir sind denn klein, Bruder? Da hat er gesagt, ja, wer soll die all essen? Dann habe ich einen Spaziergang gemacht und da habe ich einen Mann getroffen, der hat gesagt, wo geht's hier zur Stotterschule? Hab ich gesagt, was willst du denn in der Stotterschule? Stotter kannst du doch schon. Diese Rede habe ich nur. Diese Rede habe ich mir selbst ausgedacht und nur für die Ossi gemacht. So. Doch die umgehe ich, denn zur Not habe ich ja noch einen Co-Pilot. Der schlägt dann vors Gesicht die Hände. Ich weiß, die Piste ist jetzt zu Ende. Bet schnell ein Vaterunser noch und sich hinterm Zaun, da steht dann halt meistens noch ein Stückchen Wald. Das stört natürlich ungemein, drum ziehe ich nicht das Fahrwerk. Meine eigene Anfluchtschneise. Ich nähe mich dem ersten Haus, im Tower bricht nun Panik aus. Da säuft sich vorher stets ein an. Ein Flug mit mir wäre sozusagen doch nur ein Vollrausch zu ertragen. Und das bewirkt an manchen Tagen ein leichtes Unwohlsein im Magen. Drum lieber in die Tür ist und im Sitz vergammelt, wird der Nachtisch eingesammelt. Für jeden Jumbo ist es bitter, kommt er mal in ein Gewissen. Um uns kracht es ungewittert, dass der ganze Jumbo zittert. Es ruft in dem Moment höre ich den Knall, ich stutze, hat reagiert. 10.000 Leute evakuiert. Die Landung wird vom Fernsehwagen in 40 Länder übertragen. Das war auf. Der Pfarrer faltet jetzt die Hände. Die Landebahn ist gleich zu Ende. Ich lasse den Jumbo zweimal drehen, bleib dann an der Pizza stehen. Der Flugplatzchef kommt angerannt, reicht mir dankbar seine Hand. Weil diesmal liegt der Schaf. Das ist ein Mikrofon. Ruhe! Ruhe!
Jetzt seht ihr hier, wie mir das Vieh ich doch mein Geld verdient. Und bin bei der Maga und bei der Elvira als Putzfrau angestellt. Im Kloster hat mich auch schon das Putz vorgenommen, aber der Vergelt's Gott ist nie vorbeigekommen. Hab ich früher verehrt, aber heute bin ich noch mit. Ach, der Bäse habe ich vergessen. Bäse! Aber heute bin ich noch mit dem Bäse gekehrt. Beim Kehren, da bin ich ganz bei Ohr. Halt, was geht in so einer Wirtschaft vor? Setzen, bitte! Wie oft habe ich abends schon meinen Dienst angetreten? Wer sitzt an der Theke? Der Erich, der Herbert und noch ein paar Mann. Ich sagte, was seid ihr doch so arm auf dieser Welt? Ich hab meinen Besen, der zu mir hält, der fehlt mir doch. Und was so alles in der Hand, Was so alles in der Woche passiert, da muss man lauschen, ganz ungeniert. Am Donnerstagabend, ganz verrückt, der Kinder und der Weiber sitzt. Alle Altersklassen rücken immer näher ran. Da wird ihm doch bald Angst und Bang. Mächtig bleiben nicht so lang allein. Kommt doch nicht aus Arbeit hier ran. Bravo! Das ist bestimmt ein schöner Tisch, wenn die Junggeselle führen sich ja munter und frisch. Wo ist der Emma? Und der Herbert, eine Plage, bringt die Odi nie auf die Sotnerstraße. Er kann dann lallen und doch alles und der Wacholder tut ihn gut gefangen. Wie gut, dass für ihn die Sotner auch, da brauchst du auch wenigstens keine Frau. Es geht mir nicht in Toppen ein, wie können Menschen nur vor Sot sein? Ja. Zuerst kämen die Dieter und viel später die Inge. Denn sie ist ja jetzt Oma und holt den Opa mit dem Auto ab. Deshalb hat sie das ja nicht genug Tränke. Das ist ja. Meine, die Verlängers, du bist gar nicht da. Das kann, die Verlängers passen gut in den Verein. Es geht auch manches Schöppchen hinein. Trinken, hält die ganze Familie fit. Und Hilde mit ihrem Charme, die sieht gerne die anderen Männer an. Wo ist sie dann? Und die Christa zum Wochenende. Christa zum Wochenende sind Christa und Dietmar auch zu Lande. Sie gehören ja letztlich auch zu dieser Bandwanderung. Das Orgeln ist ihr Lebenselixier. Und dann schmeckt doch besser noch ein Bier. Ja, sie ja auch. Kommst du mir doch mal wenig soufflieren? Ja, ja, ich will etwas älter. So, ist auch nicht mehr die neue Ration. Es wird ja nach dem Mundeln, am Fastnacht, Horam, weißt du was Horam da ist? Ja. Die Kirche, der wird geschummelt. Ja, Horam hat in den Kirchen nie von innen sehen. Ich darf am Sonntag in die Mitternacht gehen. Heute Abend jemand vergessen. Hallo! Hallo! Ein Staubwehr.
Zettel habe ich auch in der Hand. Sie müssen genau aufpassen. Damit staub ich auch hier die Fensterbank. Halt, rief die Marga. Da steht ein Weihnachtsstern. Sei gute Dinge. Die kommen nämlich von der Pfingst-Inge. Ein kleines Souvenir vom Weihnachtsmarkt hat die Inge mitgebracht. Es blüht und blüht, das Gießen ist ihm gut bekommen. Sogar sonntags hat ihn mächtig in Gießkan genommen. Es wurde jeden Tag gegossen. Und der künstliche Stern war bald versoffen. Für das Gießen vielen Dank. Hier stehen auf der Fensterbank. Und die lieben Wirtsleute sind für alles bedacht. Ach, wenn der Herbert seine Oma ja, Ada, Elvira und Hermann, ihr seid wunderbar zusammengestellt. So verdiene ich mit meinem Besen als Putzfrau bei euch mein Geld. Ich konnte es mir auswendig. Ich hatte es halt mal probiert, aber ich kam da weg und dachte, und Juli sagt, komm, ja, sei, die Christa möchte es für dich auswendig. Na, Papi, komm! Ja, 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 ja,